Was geht ab, Freunde der Sonne, oder wollte ich sogar sagen, Freunde der Fußballwelt, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein besonderes Video, wir befinden uns in München. Keine Foodtour, es ist Galatasaray gegen Bayern München im Auswärtsspiel. Und im Hinspiel werden, glaube ich, die meisten mir zustimmen, hat Galatasaray wirklich das Spiel dominiert, 60 bis 70 Minuten lang. Aber im Fußballspiel gibt es 90 Minuten, das müssen wir hinkriegen. Und heute hoffen wir, dass Galatasaray gewinnt oder zumindest mal einen Punkt holt. Und wir sind jetzt gerade im Marienplatz und hoffen, dass wir mit den Fans hier ein bisschen feiern können. Ich bin zum ersten Mal bei einem Champions-League-Spiel, deswegen bin ich ein bisschen mehr aufgeregter. Ich freue mich, also ich hoffe wirklich, das wird ein spannendes Spiel. Wird ein Spiel, wo beide pressen, ein paar Chancen und bin gespannt. Auf jeden Fall laufen wir hier gerade durch so einen Markt. Ist schon schön, ich glaube, es gibt es in Bayern oder beziehungsweise in München sehr, sehr verteilt. Außer Live ist ja auch irgendwo, vielleicht sieht man sich ja. Und falls wir uns nicht sehen oder das Video siehst, Grüße gehen raus. Achso, und wenn ihr mich fragt, was ich tippe, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Mein Herz sagt 2-1, Galatasaray, aber ich denke, es wird ein Unentschieden. Es wird immer lauter, es wird immer lauter. So, ich glaube, das ist der Dom hier in München. Und hier drehen die Fans gerade richtig ab. Boah, wie laut, krass. Hört ihr das? So, wir haben ja auch immer ein paar Fans. Almanya'dan mı, Türkiye'den mi? Almanya'dan, München'den hatta. Wir sind aus München. Eine Frage, was denkt ihr, wie das Spiel ausgehen wird? Klassische Antwort, türkische Antwort. 1-0 olsun, bizim olsun. Also 1-0 für uns, Hauptsache für uns. Senin kardeşim? Genau dasselbe. 1-0. Sehr schwer, ja. Okay. Abi, sen ne diyorsun, nasıl gidecek? Valla çok zor olacak bu maç. Valla 2-2 gibi önlümden geçiyor. Kazanırsak tabii ki çok iyi de. Ama 2-2 bitecek gibi geliyor. 2-2 de iyidir yani Bayern'a karşı. 2-2. So, wir fragen natürlich auch Bayern-Fans und nicht nur Galatasaray-Fans, was sie zum Spielstand sagen. So, mein Lieber, wie heißt du? Ich heiße Christian. Christian, freut mich. Erzähl, was denkst du, wie das Spiel ausgehen wird? Also ich denke, das Spiel geht 3-2 für Bayern aus. Okay. Ich wünsche meinen Freunden aus Istanbul viel Glück. Stark, stark. Ne, trotzdem. Ich hoffe auch, dass sie als Zweiter weiterkommen, aber ich denke, stark. Bayern wird das heute machen. Starke Worte. Dann sehen wir uns. Oder auch nicht. Mach's gut. Türkisch ist es. Türkisch. Der Döner in München muss natürlich auch getestet werden. Wir sind hier bei Ali's Superfood, direkt am Marienplatz. So sieht der Döner aus. Die haben leider kein Brot mehr, weil hier so ein Massenansturm ist. Das Brot sah lecker aus. Das Lavaschbrot ist Fertigbrot. Und dafür 8 Euro zu nehmen, schon 1 Euro zu viel, finde ich. Bismillah und let's go. Ist ein solider Döner. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Stadion. Bismillah und let's go. Auf geht's. Ses ver, ses! Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, die Allianz Arena. Sehr mächtiges Stadion, 72.000 Fans, leuchtet rot. Yerimiz güzelmiş. Allianz Arena. Allianz Arena'dan herkese selam olsun. Bugün gün Galatasaray, başka da yok. Maximal aufgeregt, geil. Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Im Tor unsere Nummer 1, unser Kapitän Manuel. Unsere Nummer 2, Dario. Mit der Nummer 3, Mitchell.
Gänsehaut. Wir sind in der Allianz Arena. Icardi alle. Five Konzert. Oh, 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 oh. Hundertprozentig, hundertprozentig. Schade. Zweite hundertprozentige. Was machen die? Was machen die? Halbzeit 0-0. Gutes Spiel, sehr spannendes Spiel. Das Spiel ist maximal spannend gewesen bis jetzt. 0-0. Es gab auf beiden Seiten krasse Chancen. Für den neutralen Zuschauer ein schönes Spiel. Für die Bayern-Fans auch ein schönes Spiel. Eigentlich für jeden Fan ein geiles Spiel bis jetzt. Und jetzt hole ich mir erstmal eine Brezel. Ich hätte gerne eine. Was kostet eine Brezel? 5,50 eine Brezel. Habt ihr schon mal eine größere Brezel gesehen? Original Brezel aus Bayern. Größer als mein Kopf. Boston, Bayern. Fast 1-0 gewesen. Davies hat gelb und müsste eigentlich wegen. Und müsste eigentlich gelb-rot bekommen. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Und dann Borussia. Goal! Nein! 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 Abseits! Abseits! Nein! Freistoß, sehr gefährliche Position. Yeah! Abseits. Beide haben ein Abseits-Tor. Beide haben ein Bayern 2-0. Harry! 2-1. Noch 2 Minuten. 2-1. So, das war's aus München. War ein geiles Spiel. 2-1. Hat Spaß gemacht. Danke, Karlsruhe. Danke, Bayern München. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Tonlein. Ciao, ciao. Assalamu alaikum.